von der Fahrbahn abgekommen. Nur wenig später ereignete sich ein weiterer Unfall. Zum Glück nur leichte Verletzungen hat die Lenkerin eines Honda Civic bei einem Verkehrsunfall am Dienstagabend auf der L1150 erlitten. Gegen 18:20 befuhr die 27-Jährige mit ihrem Wagen die Landesstraße von Oberhof kommend in Richtung Schorndorfer Straße. Aus bislang ungeklärter Ursache kam sie dabei nach rechts von der Fahrbahn ab, fuhr einen leichten Hang hinauf und überschlug sich. Der Honda blieb anschließend in entgegengesetzter Richtung auf der ursprünglichen Fahrspur auf dem Dach liegen. Ersthelfer kippten den Honda auf die Seite und befreiten die 27-Jährige aus dem PKW. Nach einer notärztlichen Erstversorgung wurde sie vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht. Der Honda, an dem ein Sachschaden von rund 6.500 Euro entstanden war, musste abgeschleppt werden. Aufgrund auslaufender Betriebsflüssigkeiten war auch die Feuerwehr mit einem Fahrzeug und vier Einsatzkräften an die Unfallstelle gerufen worden.